Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die 5 besten Sommerreifen. Wir schauen uns 5 verschiedene Modelle von 5 verschiedenen Herstellern an und stellen sie mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen vor. Alles, damit ihr eine gute Kaufentscheidung für eure neuen Sommerreifen treffen könnt. Also viel Spaß nun bei diesem Video. Alle Sommerreifen haben wir auch mit ihrem tagesaktuellen Preis in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir nun mit den ersten Sommerreifen, den Goodyear Performance. Goodyear liefert mit diesen Reifen eine sehr gute Fahrleistung und erreicht dabei eine lange Haltbarkeit. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten soll dieses Modell eine hohe Sicherheit bei sehr gutem Lenkverhalten bieten. Laut Goodyear bietet der Reifen eine gute Bremsperformance auch auf nasser Fahrbahn. Mit seinem asymmetrischen Reifenprofil lässt sich das Modell auf jede Radposition montieren. Beim Aufziehen auf die Felge müssen allerdings die Außen- und Innenseite des Sommerreifens beachtet werden. Eine vorgegebene Laufrichtungsbindung hat dieser Reifen nicht. Dieser Reifen passt auf die meisten Felgen hinauf und hat eine maximale Geschwindigkeit von 240 Stundenkilometer. Mehr Infos zum Goodyear Performance, dem günstigsten Reifen in diesem Vergleich, über den ersten Link in der Videobeschreibung. Aus der nächsten Preisklasse kommt der Continel Premium Contact 6. Dieses Modell hat laut Hersteller ein optimiertes Profildesign, welches im Vergleich zu seinem Vorgängermodell einen erhöhten Fahrkomfort und nochmals verbesserte Sicherheitseigenschaften aufweisen soll. Die rollwiderstandsarme Lauffläche trägt Continental zufolge zu einer besseren Kraftstoffeffizienz bei. Dieser Sommerreifen der Premium-Marke Continental ist in natürlich vielen gängigen Größen erhältlich. Schaut mal über den zweiten Link in der Videobeschreibung nach, um die passende Größe für euch auszusuchen. Auf jeden Fall hat dieser Sommerreifen einen Tragfähigkeitsindex von 91. Damit ist eine Gewichtsbelastung von 615 Kilogramm pro Reifen zulässig und der Geschwindigkeitsindex beträgt hier bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Auch besonders, der Reifen nutzt eine sicherheitsoptimierte Silikamischung. Dies ist eine aktive Kieselsäure, die bei einem Reifen den Halt auf regennasser Fahrbahn erhöht. Durch diese spezielle Gummischonung besitzt der Sommerreifen eine verbesserte Laufleistung im Vergleich zum Vorgängermodell. Außerdem soll diese Ausführung auch eine gute Bremsperformance auf nasser Fahrbahn bieten. Mehr Infos über den zweiten Link in der Videobeschreibung zum Continental-Sommerreifen. Das nächste Modell, welches wir euch vorstellen wollen, ist vom beliebten Hersteller Hankook. Vorstellen möchten wir euch hier das Modell Ventus V2 Evo. Dieser Sommerreifen ist mit einem breiten Stahlgürtel ausgestattet, der dem Hersteller zufolge ein besseres Lenkverhalten bietet. Wegen seines symmetrischen Profildesigns in V-Form ist das Modell auch laufrichtungsgebunden. Die Laufrichtung ist zudem hier mit einem Pfeil auf der Seitenwand angegeben. Zudem besitzt es nach außen abgehende Rillen. Dies soll bei dem Modell eine gute Wasserableitung gewährleisten, sodass sich auch das Risiko von Aquaplaning bei hohen Geschwindigkeiten reduziert. Der Tragfähigkeitsindex bei diesem Modell beträgt 92, damit kann er ein Gewicht von bis zu 630 Kilogramm pro Reifen aushalten und ist ebenfalls für ein Tempo bis 300 Kilometer pro Stunde geeignet. Auch dieses Modell besteht wieder aus einem Kieselsäuregemisch mit besonders hohem Grip und alle weiteren Informationen zum Hankook Ventus gibt es über den dritten Link in der Videobeschreibung. Als viertes möchten wir euch nun den Michelin Pilot Sport 4 vorstellen. Dieses Modell ist mit einem reaktiven Profil ausgestattet, welches sich laut Hersteller an die Unebenheiten der Fahrbahn anpassen kann. Das soll eine gute Haftung und eine hohe Sicherheit gewährleisten. Die optimierte Gummimischung des Reifens ermöglicht auch eine sehr hohe Laufleistung gegenüber seinem Vorgängermodell. Dieses Modell soll ein besonders gutes Ansprechverhalten besitzen, sodass der Reifen auf ein Lenkmanöver binnen kurzer Zeit reagiert. Durch die Hybrid-Gürtellage des Reifens ist ja auch ein schnelles und stabiles Einlenken, selbst bei hohen Geschwindigkeiten möglich. Der Reifengürtel des Modells besteht aus einer Aramid-Nylon-Mischung. Beide Kunststoffe sind sehr strapazierfähig, reißfest und auch hitzebeständig. Das Modell ist auch ebenfalls für 630 Kilogramm pro Rad zulässig und ebenfalls für maximal 300 km/h. Für eine besonders hohe Sicherheit und starke Bremsleistung auch bei Nässe und wenig Restprofil sorgt auch hier wieder die Kieselsäure-Gummimischung. Diese gewährleistet einfach eine extrem starke Wasserverdrängung und damit eine exzellente Bremsleistung, selbst auf nasser Fahrbahn. Mehr Infos zum Michelin-Modell über den vierten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum fünften und letzten Modell in diesem Vergleich, das Premium-Modell Pirelli P0 XL. Dieser Reifen ist nicht nur der teuerste, sondern auch derjenige mit der besten Kundenbewertung. Bei 50 abgegebenen Stimmen hat er eine Durchschnittsbewertung von 4,9 von 5 Sternen bekommen. Und das auch nicht ohne Grund. Der P0 von Pirelli besitzt eine besonders starke Nasshaftung der Klasse A, was durch das starke Profil und das Kieselsäuregemisch auch in diesem Reifen liegt. Zudem hat er einen Felgenschutz bzw. eine Schutzleiste, welche Schäden an der Felge verhindern soll, wenn es zu einem ungewollten Kontakt mit dem Board
Schornstein kommt. So besonders und hochwertig wird das Modell aber vor allem durch das spezielle Reifenprofil. Dies besteht aus drei breiten Längsrillen, welche für eine schnelle Wasserabführung und damit für erhöhte Sicherheit beim Aquaplaning sorgen. Die drei soliden mittleren Rillen, welche eine verbesserte Brems- und Traktionsleistung auch bei hoher Geschwindigkeit garantieren. Dafür sorgt eben die erhöhte Laufflächensteifigkeit mit optimierter und konstanter Fläche, sowie auch das insgesamt S-förmige Laufflächendesign, welches für eine optimale Druckverteilung und für eine erhöhte Sicherheit selbst bei kritischen Bremsbedingungen garantiert. Erhältlich ist dieses Modell angefangen von 17 Zoll bis hin zu 22 Zoll. Mehr Infos zum P-Zero von Pirelli über den 5. Link in der Videobeschreibung. Dies war aber wie gesagt das Premium-Modell, aber auch für weniger Geld bekommt ihr hier schon solide Reifen, wie wir vorgestellt haben. Mehr Infos zu allen 5 Sommerreifen über die Links in der Videobeschreibung. Hoffentlich konnten wir euch hier weiterhelfen und ihr konntet das perfekte Modell für euch finden. Informiert euch aber selbst nochmal zu allen Modellen, stellt gerne eure Fragen in dem Kommentarbereich unter dem Video und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.